Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Und ja, wir haben hier letztens mal so eine komische Orangi oder wie die auch immer heißen, Quest gemacht. Und haben uns neu ausgestattet mit neuen Kräften. Und haben festgestellt, dass die auch nicht so viel mega cooler sind als die alten. Und sind jetzt hier irgendwo um nix und haben keine Quests mehr, außer die Dämmerung der Nacht. Die könnten wir aber eigentlich mal weiter verfolgen, aber gut, dann müssten wir vorher wissen, wo wir da hin müssen. Hier gibt's einen verlassenen Polizeiwagen. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Müsste ich irgendwie hier so und dann hier so querfeld einlaufen. Ich glaube, dann müsste ich da hinkommen. Da gibt es nämlich eine Quest. Jo. Das ist ein Riesenvieh. Den gehen wir mal besser aus dem Weg. Schauen wir mal, dass wir mit dem nichts zu tun haben. Und da ist auch schon die Quest auf der Minimap. Bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich außerordentlich gut. Die Stimmung ist gut. Ich bin da so richtig voll begeistert. Dienstmarke der Ehre. In der Nähe des verlassenen Streifwagens befinden sich Spuren eines Kampfes und eine Blutspur führt hinunter zum Wasser. Hier ist nichts Gutes geschehen und nur die Spur kann Antworten geben. Gucken wir doch mal, was mit dem Polizisten hier geschehen ist. Ich fürchte ja, wir müssen kämpfen. Ah, da unten sind sie schon, wie komischen Idioten. So. Gib ihm! Und Granatwerfer. Und aus dem... zu spät. Und der ist ein Granatwerfer, den ich genau. Weil ich die falsche Taste kriege. Das Problem ist ja, dass wir die Viecher nicht schnell genug töten, bevor die respawnen. So, und... Bam! Und Granatwerfer. Und weiter rauf. Granatwerfer. So macht das Spaß, einzeln die Leute rauspicken. Das konnte ich mit meinem Nahkämpfer auch nie richtig machen. Weil wir ja auch die Option auf Nahkampf haben, also ist ja nicht so, als ob wir überhaupt nicht nahkämpfen können. So, wir haben hier eine Kingsmith Police Office Marke, blutige Polizeimarke und die Dienstmarke von Sheriff Bonnerman. Wir müssen jetzt dem Sheriff übergeben. Er ist so ganz nett. Ich wollte eh zurück ins Sheriff Office. Das trifft sich ja gut. Hier. Diese finstere, düstere Brücke. Und was war das? Langmore Bridge. Dedicated to the works of Kingsmith Mayor John Langmore. Into Law, Justice and Reparation. May the unified dead of the hangman spawn. Accept the Lord past in his life and proceed to his next without sin. Hangman spawn. Okay. Was auch immer das ist, es klingt nicht gut. Und wenn ich in meinem Leben mal eine solche Plakette an einer Brücke habe, ich weiß nicht, ob ich darüber froh wäre. Das gehört nicht zu meinen Zielen in meinem Leben, irgendwie mal so eine Plakette irgendwo zu haben. So, hier haben wir Zombies. Und die müssen weg. Ah, jetzt hat er wieder nichts ausgelöst. Das ist fürchterlich.
Schuss, aber auch gar nicht so gut. Ja, ich finde dieser Flächenschaden, der ist ziemlich gut. Das verlangsamt den Gegner und das ist alles, was den Gegner verlangsamt, ist immer gut. Immer gut, immer gut. So, wir müssen nach hier. Das sagt uns zumindest der Quest-File. Mir fällt ein, ist immer so eine Sache in diesem Spiel. Da läuft auch schon wieder ein Zombie. Ah, der hat natürlich was ist schön gegangen. Das ist jetzt ein Nacken, oder? Zack, 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 zack. Der deutsche Schlitzer hat keine Chance. Dich anbringen. Wir haben die Möglichkeit, uns überhaupt zu heilen. Das ist wirklich extrem gut. Haben wir nochmal das Happy-Lager, aber ich glaube, hier haben wir auch alle Quests gemacht, wegen Sieger. War ich auch in diese Richtung da hinten. Das ist ein Benzinkanister, aber ich weiß jetzt nicht, was wir mit dem jetzt anfangen wollen. Schon wieder geschossen. Was ist das da hinten? Kann ich gerade nicht lesen. Eine Leiche. Ist hier irgendwas in der Nähe? Nein. Also schnappen wir uns. Ja, super. Wo kommt der denn jetzt wieder? Rexvieh, Indigo-Verschlinger, ey. Was geht's noch? Ja. Sushi. Auf Granate. Der hat so aus dem Gebüsch, ey. Die will uns fressen. Ich meine, sehen ja auch lecker aus. So, wir kriegen mehr Angriffswert, weniger Durchdringenwert, das ist es nicht wert, finde ich. Wir haben noch neue Runen. Und was haben wir hier? Münzen, wir kriegen mehr Ausweichenwert, körperlichen Schutz und Heilungswert. Dafür weniger Gesundheit und weniger Angriffswert. Hm. Mehr Heilung würde ich ja normalerweise sagen, okay. Aber da wir momentan auch gut auf Angriff gehen, dann lasse ich das mal lieber. So viele machen wir gerade auch gar nicht mit Heilung. Hier vorne. Ist da was? Ja. Unten sind Zombies im Auto. Schmeiß mal direkt mal wieder die Granate hin. Haben wir die nicht alle mit? Das läuft, das läuft, das läuft. So, hier sind wieder irgendwelche Fritten. Kultüberreste. Hier sind zu viele in der Gegend. Ich will ihn trotzdem holen. Friss meine Granate! Noch eine. Ein Ring gefunden, ist ja super. Und heilen uns wieder. Gehen wir mal raus und rum. Schauen uns mal an, was haben wir da gekriegt. Ne, das ist Crap. Crap. Steht einer.
Oh, das ist ein besonderer Charakter. Ein besonderer Zombie. Den lassen wir aber lieber da stehen. Wer weiß, ob wir dem mit unseren schlechten Granatwerferteilen beikommen können. Hier steht ein Zombie im Baum. Vielleicht ist es irgendwie sinnvoller, erst die anzulocken und dann erst das Teil zu nutzen. In Weiß. Okay. Was seid ihr? Shop. Okay. Der Rat von Venedig. Okay. Und hier gibt es Drogen. Drogist. Warum verkauft der Werkzeuge, wenn er Drogist ist? Oder bin ich jetzt gerade dann? Ja, wir können auch verkaufen. Ja, perfekt. Diese ganzen Sachen, die wir nicht brauchen. Kritischer Trefferwert. Schrotflinte brauchen wir nicht. Den Anhänger brauchen wir nicht. Doppelpistolen brauchen wir nicht. Freundschaftsarmreif brauchen wir nicht. Das alte Sturmgewehr brauchen wir nicht. Da machen wir ordentlich Kohle jetzt. Heilung, das brauchen wir nicht. Das und das brauchen wir nicht. Buch der Träume, ach, das war das, was wir hergestellt haben. Das gibt zwar nur einen, aber weg damit. Das war's. Kaufen. Ja, das ist jetzt nichts, was mich großartig interessiert. Ja, okkulte Waffen. Das ist doch schon ähnlich. Ja, was? Hier, okkulte Waffen. Was macht das? Was schlechter ist das, was wir jetzt haben? Haben wir denn irgendwas noch nicht? Hier unten, was ist das? Eine Kette. Für 100. Wenn wir uns Gesundheit und Angriffswert holen. Jetzt haben wir noch was anderes. Ein Gürtel, noch mehr Gesundheit und Angriffswert. Hier gibt es auch Waffen. Eine neue Faustwaffe vielleicht. Toll ausgerüstet. So, dieses Wesen. Schlechter als das, was wir da jetzt haben. Für 100 Münzen jetzt hier so eine Schnalle. Die Schnalle ist kacke. Das hier, Gürtel war besser. Hier 96 Gesundheit dazu und plus 8 Angriffswert. Was macht denn die Kette nochmal? Weniger Gesundheit dazu. Und hier oben noch was. Noch ein weiß nicht. Und wir holen uns hier so einen Gürtel. Kaufen. Rechtsklick auf das Objekt. Warum kann ich das nicht kaufen? Hallo. Ah, jetzt. Gürtel. Kaufen. Und ausrüsten. Warum geht das jetzt nicht? Wo ist das Ding hin? What the fuck? Verarsche hier. Zum 100 zum Fenster rausgeschmissen. Ja, also das mal, Leute. Hier so ein Scheiß verkauft. Nee, nee. Oh, die waren direkt kaputt.
auch nice. Ich glaube, diese normalen Zombies hier, die machen wir jetzt relativ schnell platt. Wo ist eigentlich schon wieder unsere Katze? Die ist schon wieder weg. Was sehen meine entzündeten Augen? Hier, eine Marke mit Blut dran. Bericht. So, was hast denn du noch für eine Quest hier? Horrorshow. Nehmen wir mal an. Also, Kriegsrecht war im Jahreshaushalt eigentlich nicht vorgesehen. Naja, die Herren vom Stadtrat wollten sparsam sein, zumindest offiziell. Also habe ich unter der Hand einige Überwachungsgeräte besorgt. Für die Polizei, versteht sich, für das Bürgerbewusstsein. Also Webcams und Bewegungssensoren. Na, tun Sie nicht so überrascht. Kingsmith mag weit ab vom Schuss sein, aber es gibt hier schon Strom und fließend Wasser während der Saison. Wenn alles vorbei ist, kriegen Sie eine Führung bis zum alten Leuchtturm. Aber kommen wir zum Punkt. Wir sollten die Geräte entstauben und über die ganze Stadt verteilt montieren. Dann habe ich ein Frühwarnsystem und die anderen müssen sich nicht ständig Jeopardy-Wiederholungen ansehen. Okay, also sollen wir jetzt Kameras beschaffen? Im Telefonbuch nach Geschäft mit Überwachungssystem suchen, okay. Sie wissen, wo Sie mich finden. Ja, ja, ich weiß, wo ich dich finde, am Schreibtisch, wie immer. Die ganze Arbeit lässt du mich ja erledigen. Franklin Mining Museum, okay. Jetzt frage ich mich natürlich, wie soll man aus dem Telefonbuch jetzt herausfinden, ob die da eine Kamera haben? Ist schon ein bisschen merkwürdig. Naja, mir soll's recht sein. Ich guck noch mal, ob ich meine Katze noch irgendwie mal hier in den Start krieg. So. Was ist denn hier? Begleiter. Begleiter. Beirufen. Da bist du. Hallo Kitty. Hello Kitty. Und auf zur Südkohl-Tankstelle. Schon wieder was angelockt? Nein, haben wir nicht. Gut. Bin ein bisschen paranoid hier. So. Kamera. Wo ist denn hier eine Kamera? Kamera, 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 Kamera. Da oben ist eine Kamera. Krieg ich die von hier? Nee. Ist wahrscheinlich oben aufs Dach. Oder wie? Ist hier irgendwo eine Leiter? Ah, hier gibt es Zombies. Hab ich nicht gesehen, gut. Ein bisschen Glück. So muss das. So müssen die. Brennt, ihr Teufelsviecher. Verbrenne! So. Kamera mal beschafft. So, wenn das jetzt hier abgelaufen ist, machen wir die nochmal Parts hier. Bam. Es gibt immerhin zwei, wie viel haben wir hier gehabt jetzt? 100, 300, 500, 900 Erfahrungspunkte. Besser als nichts, nicht wahr? Ja, denn das ist eine sehr gute Eigenschaft hier mit dem Granatwerfer. Das gefällt mir. So. Habe ich jetzt Munition? Musik. Warum sind die denn, bevor die Granate einschlägt, schon irgendwie hier alarmiert? Finde ich ein bisschen doof. Na gut. Kann man nicht verhindern, ne? Da ist noch Cam. Okay. Z.
das Bergbaumuseum. Aber vorher hier weg. Nice. So, das Bergbaumuseum. Oh, da sind schon wieder welche. Komm, die machen wir jetzt mal auf die altbekannte Methode mal cut. Ein Schuss. Okay, Kamera. Da oben ist eine Kamera. Wollen wir da irgendwie von innen rein? Ah, hallo? Da kommt man natürlich nicht hoch. Wäre auch zu einfach gewesen. Ja, gibt es hier irgendwas? Nee. Gibt es noch eine Quest, die können wir eigentlich schon mal annehmen. Postwagen. Die Post wurde wahrscheinlich seit dem Auftreten des Nebels nicht mehr ausgetragen und wir soll aus dem Briefträger angesichts der derzeitigen Lage verübeln. Dennoch würde es die wenigen verbliebenen Überlebenden vielleicht aufheitern, ein paar Pakete zu erhalten. Ach ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun, nicht wahr? Aber erst kümmern wir uns hier um... Ja, hier können wir bestimmt hoch. In die Kamera. Jumpen. Ja, genau. Und hier war die noch jetzt, ja. Her mit der Kamera. Na. Gib mir die Kamera. Nicht runterfallen, die Kamera nehmen. Josiah, das ist die, die ausgewechselt werden muss. Erledigen Sie das vor meiner Rückkehr aus Bangor. Neue Kameras finden Sie im Untergeschoss und vergessen Sie nicht, das Reparaturformular auszufüllen und bei dem Museumsverwaltung einzureichen. James Morris, Hausmeister. Wer pappt so einen Zettel an so eine Kamera? Das ist doch total sinnlos. Egal. Hier geht's runter. Ach, das, da stand der Typ eben, deswegen. Hinein! Schon geil aus, das Artwork. Hausmeister nach Kameras fragen. Bist du das? Wenn du das der Hausmeister bist, dann weiß ich nicht, will ich, glaube ich, nicht nach Kamera fragen. Ich denke, sie sollten gehen. Sie sollten sofort gehen. Sie müssen gehen, weil ich mich im Moment nicht besonders stabil fühle. Ja, du siehst auch nicht sonderlich stabil aus, mein Freund. What the fuck? Laserschranken. Die nur auf eine. Ja, kann man drüber jumpen. Okay. Das hat jetzt aber hoffentlich keinen Bewegungsmelder. Ich gehe mal vorsichtshalber hier außen rum. Saftsack. Versteckt er sich hinter der Laserschranke. Bewegungsmelder. Da hinten ist eine Kamera. Hier außen rum. Hier ist noch ein Schatten. Sehr gut. Da kennt mich keiner. Da hinten ist der Schaltkasten. No problemo. Jetzt ist er schon wieder weiter weg. Feigling. Ist das hier eine Lücke? Ich glaube schon.
ist auch wieder eine Lücke. Hier außen ist eine Lücke. Ja, wahrscheinlich muss ich hier wieder rein. Wahrscheinlich kann ich ihn auch nicht abschießen oder so. Kann ich ihn anvisieren? Nee. Da ist der Schalter. Leben. Ja, jetzt wird er beleuchtet. Und nicht hoch. Okay. Wäre auch zu einfach gewesen. Hier gibt es auch Bewegungsmelder. Schnell vorbei. Okay, er sieht mich nicht. Arschloch-Ding. So. Hier rum. Da hinten müssen wir hin. Was soll jetzt der blöde Bewegungsmelder? Jetzt oder? Nein, 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 nein. Schnell. Komm schon. Verdammt. Scheiße, was hat uns da denn jetzt gesehen? Das gesehen, was uns da. Aber wahrscheinlich ist die Kamera gerade wieder zurückgeschwenkt, als wir da drauf mussten. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Da müssen wir alles wieder von vorne machen. Nee, hier ist alles ausgeschaltet. Das sieht ganz gut aus. Gott sei Dank müssen wir das jetzt nicht alles nochmal von vorne machen. Das wäre ein bisschen scheiße. Hier durch. Der Anfang war ja ganz gut von uns hier. Es hat wohl drei Instanzen hier. Zack, jetzt in die Mitte. Jetzt geht es gleich nach ganz links. Jo, alles klar, vorbei. Das sieht uns jetzt nicht hier wegen dem Teil. Was hat uns denn jetzt hier gesehen? Wahrscheinlich müssen wir warten, bis die Kamera hier komplett rüberschwenkt. Oh nee! Raus! Ah, hier draußen erwischt uns das nicht. Lacht nicht so doof da hinten. Dasselbe. Ja, die Stranke ist noch da, okay. Das ist ätzend. Das ist nicht so meine Art Level hier. So, vorbei. So. Jetzt müssen wir wieder warten. Und vorbei. Das war ja bis jetzt nicht das Problem. Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt hier stehen bleiben, wenn man das nicht sieht. Und. Ja. Komm. Läuft. Ha. Dreckskameras. Nicht mit uns. So. Na, jetzt greifst du an. Ne, jetzt haben wir dich mit ins Gesicht. Klauen auspacken hier. So, gibt's Wissen. Wissen über den Schmutz. Der Schmutz. Ja, das ist hier noch heute. Das hatten wir ja schon in der Intro-Tutorial, weil es an der U-Bahn war. So, jetzt haben wir hier Kameras. Und können die jetzt anbringen.
Linien. Schneller Propeller. Je eher wir die Kameras anbringen, desto eher kriegen die Leute ihre Päckchen. Wir sind jetzt auch Postbote von Kingsmith. Oh. So. Gucken wir mal auf die Map. Wo müssen wir die... Ach, nur rund ums Polizeirevier nur. Ich sprach doch von der ganzen Stadt. Naja, um das Polizeirevier. Hallo? Habt ihr das gerade gesehen? Der ist schon umgefallen, bevor das eingeschlagen war. Mich stürzt. Besser sie fallen um, als dass sie mich zerhacken. So. Auf zum Polizeirevier. Und Kameras anbringen. Da stehen sie schon wieder. Standen. Hier eine Kamera. Schön. Kann ich eigentlich so vorbeilaufen? Hallo? Hier bei dem Rad von Venedig. Hüpf. Kann ich eigentlich direkt mal das komische Amulett, was ich da gekriegt habe, verkaufen? Wenn ich schon mal hier stehe. Na komm. Hallo, ich möchte dir was verkaufen. Reparieren geht's auch. Ja. Reparieren ist gut. So, und verkaufen. Was haben wir hier bekommen? Wenn ich loswerden wollte. Noch irgendwas bekommen noch inzwischen. Hä? Wir haben doch so einen Ring oder sowas gekriegt. Nein, anscheinend nicht. Dann bin ich jetzt irgendwie blöd. Na egal. Unten geht's weiter. Zack. Und noch eine hier vorne hin. Jetzt nehmen wir die noch mit. So was überlebt man doch nicht. Den nehmen wir auch noch mit hier. Zurück zum Polizeicomputer. Was sehen meine entzündeten Augen? Entzündete Augen, ja. So, Sicherheitssysteme. Jawohl, die wollen wir haben. Kamera, Status online, Serien, Kamerasystem initialisieren. Jawohl. Feed von Kamera 1 ansehen. Läuft. Feed von Kamera 2 ansehen. Na komm. Läuft. Feed von Kamera 3 ansehen. Ah, guck mal, da ist ein Kollege. Hallo. Ich sehe dich einkaufen. Und Feed von Kamera 4 ansehen. Ah. Gut gemacht, Kollege. Hätte dich beinahe gewischt. Gut. Haben wir das auch geschafft? Bericht senden. Und hier haben wir was bekommen. Weniger Gesundheit, mehr Trefferwert, mehr Angriffswert. Hm.
Nein, nehmen tun wir es auf jeden Fall. Komm, wir rüsten das auch aus, das ist ganz gut. So. 6 KP. Aber gut, das gucken wir uns beim nächsten Mal an, weil wenn der Blick auf die Uhr, wir sind schon wieder eine ganze Weile da am Zugange. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal bei Secret World. Euer Koali. Tschüss.